This frog's the one we want. No, here's the real one. My frog is the right one. Ah, dummies, 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 dummies! None of you got the right one! We must find the frog with Chaos's tail! That same frog has also swallowed a Chaos Emerald! Huh? Ah, there it is! Right there! I'm proud of you, Gamma! I knew you'd be of use to me! All you worthless hunks of junk, be gone! You will get a new assignment. This one's easy. Go to the room through that glass door. Once there, you'll find a girl and a bird. Just get me that bird! Now, go! Is this the one? This is the wrong room. Ihr seht, Beta wird ein bisschen umgestaltet und wir kommen zurück zu einem neuen Part von Sonic Let's Play. Und jetzt kommen wir zu Amy. Wie wir die Cutscene schon gesehen haben in Amys Playthrough. Going. Huh? Why are you letting us go?
is here. Hurry, we'll be arriving at the Mystic Ruins base soon. So, you're not like those other robots, huh? You truly are a good person inside, aren't you? I guess we can be friends then. Take care, okay? Jetzt können wir endlich wieder spielen und wir werden hoffentlich nicht direkt wieder durch irgendeine Zwischensequenz unterbrochen. Ja, wir spielen jetzt Gamma. Gamma wurde jetzt lieb, ist im Inneren lieb. Eggman weiß es natürlich nicht. Und da sehen wir den gleichen Score, den wir vorhin mit Amy gemacht haben. One, two, three. Gamma, get ready for battle instructions. Ja, wir bekommen direkt ein Upgrade von Robotnik geschenkt. Noch können wir nicht rein, aber dafür müssen wir jetzt unser Upgrade holen, das wir gleich sehen werden. Und das ist eigentlich ein ganz cooles Update. Ein Update, das dann auch in Sonic Adventure 2 wiedergekommen ist. Und eigentlich das Spiel mit Gamma um einiges erleichtert, weil man mit dem Ding fliegen kann. Werdet ihr aber gleich noch sehen. Und Fliegen macht, wie bereits gesagt, alles leichter. Ob bei Tails das ist oder bei Knuckles. Und da unten ist es, man muss in diesen Raum reingehen. Nicht schwer zu finden eigentlich. Aber beim ersten Mal weiß man nicht richtig, wo man eigentlich hin soll. Jet Booster. Press and hold the jump button and you'll float for a while. Na, also man gleitet nur, man fliegt nicht richtig wie Tails oder also man ist mehr so wie Knuckles, aber in einer sehr, sehr abgeschwächten Form. Man ist immer noch verdammt schwer und kommt kaum vom Fleck, ist also nicht so schnell wie Knuckles sein Gleiten. I see you got the jet booster. Report to the rear of the ship. Hurry! Natürlich, und eigentlich, wir können schon hervorsehen, was alles noch passiert, zumindest in der Storyline, die anderen schon hatten. Jetzt gehen wir nach oben und werden natürlich sofort von Sonic angegriffen oder von Tails oder, nee, Knuckles hat gar nicht gegen ihn gekämpft. Entweder Sonic oder Tails. Und ja, hier ist natürlich Sonic denn erst der Hauptcharakter. How can I serve you, Dr. Robotnik? Eradicate all of those menaces! Give them all you got! Aye, aye, sir. I will comply. I'm counting on you, Gamma! Und da kommen wir schon zum selben Bossfight, der eigentlich genau derselbe ist, wie wir schon mit Tails und Sonic den gemacht haben, nur dass wir jetzt halt gegen Sonic kämpfen. Es reicht nicht von vorne gegen ihn gegen zu schießen, man muss von hinten ran, wusste ich hier natürlich nicht, aber gut, ich werde es hoffentlich gleich bemerken. Einfach von hinten warten, bis er ihn rüberspringt, da von hinten raufzielen oder einfach hinter ihn hintergehen. Oder direkt an ihn ran, das geht auch. Und da oben rechts seht ihr eine kleine Zahl. Einmal haben wir ihn schon getroffen. Jetzt haben wir ihn das zweite Mal getroffen. Jetzt ist noch einmal übrig und tot ist er. Stop, Mr. Robot! Amy? Remember me? Amy! Oh, I really don't get this. Sonic, look! The ape carrier is losing altitude! We gotta split! Take Amy and go! What will you do? I'll nail that Eggman! He must be stopped at all costs! Thanks again!
again for saving me as usual, Sonic. And how are you, my metal friend? It's dangerous here. Why not leave Eggman and come with us? Why do you help me? I told you we'd be friends the next time we met. Even Birdie wants the best for you. You must ditch that awful Eggman. Amy, come on! Enemy. Master registration deleted. E-Series. Friends. Must save. Endlich können wir jetzt mal richtig reden hier. Ich wurde jetzt gerade in alle 30 Sekunden von irgendeiner Zwischensequenz unterbrochen. Und jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Minuten solides Gameplay. So muss das sein. Ist bei den letzten Charakteren leider immer so. Die haben wenig Gameplay und sehr viel Zwischensequenzen. Und wir haben natürlich vergessen, den Stein mitzunehmen. Muss man natürlich wieder reinmachen, obwohl das Ganze nach der Story spielt von Tails und Sonic. Also nach all dem, was die anderen gemacht haben. Das ist also der Einzige, der wirklich weit, weit hinter den anderen noch irgendwas macht. Und natürlich ist es genauso schwierig, Sachen aufzunehmen wie mit den anderen Charakteren auch. Und ihr seht, dieses Gleitding ist ziemlich von Vorteil. Also Gamma ist jetzt wieder, oder was heißt wieder, er ist jetzt endlich richtig lieb geworden, hat Robotnik als Feind bei sich ins System eingetragen und muss jetzt seine E-Serie-Freunde suchen und muss sie erlösen. Und was erlösen bedeutet, könnt ihr euch bestimmt denken. Wir sind wieder in Windy Valley, wir können die ganzen Windmühle-Dinger und kaputt machen und natürlich sollte man vermeiden, darunter zu fallen. Was ich glaube ich irgendwann mal verpeile und irgendwo runterfalle. Kann aber auch sein, dass ich es rausgeschnitten habe. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. Das ist schon wieder eine Weile her. Oh ja, das Gameplay ist nicht wirklich schwer. Man kann kaum sterben, wenn man nicht irgendwo runterfällt. Als Gamma ist man eigentlich so gut wie unsterblich, weil die Gegner ja gar nicht an einen rankommen erst. Außer man rennt in diese Explosivdinger rein, die man zerschießen kann. Dann bekommt man natürlich Schaden, denn auch Roboter sind nicht immun gegen Schaden. Ich kann jetzt mal erwähnen, wie ich bei allen anderen das schon gemacht habe. Steve Brody spricht Gamma und ich finde, er hat eine sehr angenehme Stimme, ist natürlich ein bisschen verfremdet und ist um einiges robotermäßiger gemacht worden. Klingt aber trotzdem super und da seht ihr, wir fallen hinunter. Und das habe ich jetzt nicht rausgeschnitten, weil ich einfach zu voll war und ist sowieso nicht so ein weiter Weg. Ja, Steve Brody spricht Gamma und den sehen wir auch nochmal wieder in Sonic Adventure 2 als Präsidenten. Da spricht er den Präsidenten und ich glaube danach ist er irgendwann gestorben. Er ist genauso wie der Sprecher von Eggman irgendwann gestorben. Und da ist auch schon der erste E-103, glaube ich. Und ja, na Beta war 101, wir sind 102 und das ist wahrscheinlich 103. Das ist ein Modell, das nach uns kommt und die Bosskämpfe sind nicht wirklich, wir einfach anvisieren, draufschießen und ist wirklich kein Problem. Man muss ja, glaube ich, nicht an irgendeiner bestimmten Stelle treffen. Ist eigentlich das Leichteste, was man sich nur so vorstellen kann. Und da seht ihr, der Flicky ist draußen. Der Flicky ist erlöst, also ist sein Freund jetzt auch endlich erlöst. Und wir sehen uns beim nächsten Part von Sonic Adventure. Bis dann. Bye.